Mit ihrem forschen Auftritt auf einem Marketingkongress in Hamburg hat Balsen-Erbin Verina Balsen für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Wow, ihre Stimmung hier. Und eins möchte ich sagen, bevor du mich fragst. Ich bin Kapitalist, ne? Also ich bin überhaupt nicht Anti-Capitalism. Mir gehört ein Viertel von Balsen, da freue ich mich auch drüber. Es soll mir auch weiterhin gehören. Ich will Geld verdienen und mir Segeljachten kaufen von meiner Dividende und sowas. Ich glaube nur wirklich, dass langfristig ich mit dem Weltverbessern mehr Geld verdienen kann. Aus der Aufregung wurde Empörung, als sie sich nach dem Kongress zum Thema Zwangsarbeiter bei Balsen in der Nazizeit äußerte. Zwangsarbeiter seien in dem Unternehmen gut behandelt worden und genauso wie die deutschen Mitarbeiter bezahlt worden, behauptete Verina Balsen. Jetzt hat sie sich für ihre Äußerungen entschuldigt. Sie habe auch erkannt, dass sie sich intensiver mit der Historie des Unternehmens und dessen Namen, den sie trage, beschäftigen müsse, hieß es in einer schriftlichen Erklärung. Sie entschuldige sich ausdrücklich bei all denen, deren Gefühle sie verletzt habe. Die Leiterin des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit in Berlin, Christine Glauning, hatte die Debatte interessiert verfolgt. Sie habe die Aussage von Verina Balsen schockierend gefunden. Sie sei von Unwissenheit und Ignoranz gekennzeichnet gewesen. Ich denke, sie hat nicht nachgedacht. Sie war sich auch nicht bewusst, was sie damit auslöst. Und die Entschuldigung, die ja jetzt heute doch kam und die, denke ich, auch ehrlich gemeint ist, hat auch gezeigt, dass es ihr wirklich nicht bewusst war und dass sie nicht wirklich viel weiß über das Thema Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkrieges, weswegen ich sie gerne hierher einladen würde, um mit ihr gemeinsam durch die Ausstellung zu gehen. Nach Auskunft von Balsen hat das Unternehmen in den Jahren 1943 bis 1945 schätzungsweise 200 Zwangsarbeiter, vorwiegend Frauen, in der Produktion eingesetzt. Entschädigungsklagen seien durch das Landgericht Hannover aufgrund von Verjährung abgewiesen worden. Das Unternehmen sei aber der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft für die Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter beigetreten und habe insgesamt 1,5 Millionen Mark eingezahlt. Das Unternehmen sei sich bewusst, welch großes Leid und Unrecht den Zwangsarbeitern sowie vielen anderen Menschen widerfahren sei und erkenne seine historische und moralische Verantwortung an.